Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Controller-Kongress in München und bei mir ist die Geschäftsführerin des Internationalen Controller-Vereins im Podcast. Herzlich willkommen, Carmen Zilmer. Ich freue mich, hier zu sein, um Ihnen viel über den ICV berichten zu dürfen. Und ich freue mich, dass Sie hier sind, weil Sie haben hier eine ganze Menge zu tun. Sie organisieren den Kongress und bis jetzt läuft es exzellent. Jetzt hoffen wir, dass die letzten Meter, wir sitzen auf der Zielgerade des Kongresses am zweiten Tag, dass die letzten Meter genauso perfekt laufen, wie es bisher von Ihnen und Ihrem Team organisiert worden ist. Frau Zilmer, der ICV, der Internationale Controllerverein, das ist ja ein Zusammenschluss von Praktikern. Natürlich, Sie haben auch ein paar Wissenschaftler, ein paar Theoretiker, hätte ich fast gesagt, in Ihren Reihen, die auch absolut positiv wirken und die Dinge strukturieren. Aber im Prinzip sind es Praktiker aus Unternehmen, die alles in der Praxis im Unternehmen umsetzen müssen. Ja. Vielleicht fangen wir bei den Mitgliedern einfach mal an. Was bietet der ICV den Mitgliedern? Sehr viel, möchte ich sagen. Im Einzelnen kann ich aufzählen, also in erster Linie, weil Sie eben auch sagten, aus der Praxis, wir haben eine Vereinsfachzeitschrift, das Controller Magazin, wo jeden zweiten Monat, also sechsmal im Jahr erscheint, wo eben aus der Praxis berichtet wird, also hochinteressant für jedes Mitglied, aber ich möchte auch sagen, jedes potenzielle Mitglied, aber auch aus der Wissenschaft. Mhm. Weiterhin, auch wie jetzt hier am Controller-Kongress, auch für die anderen Events, die wir haben, einen vergünstigten Beitrag, mhm. Für den Eintritt. Wir haben einen Wiki-Bereich, der sehr intensiv genutzt wird und auch sehr intensiv gepflegt wird. Es gibt ein eigenes Team dafür. Wir haben ganz zu Beginn, wir haben unsere Ideenwerkstatt. Ich möchte es mal auch übersetzen mit unserer Forschung und Entwicklungsabteilung, wo auch absolute Experten drin sitzen, um einfach in die Zukunft zu sehen, was ist wichtig und wird wichtig für unsere Mitglieder, mhm. um auch da frühzeitig darüber zu informieren. Mhm. Wir haben Schriftenreihen, auch die werden erstellt von unseren Fachkreisen. Also kurz zu erklären, wir haben Arbeitskreise und Fachkreise. Auch da ein Punkt, was bieten wir unseren Mitgliedern? Ein super tolles Netzwerk, um sich fachlich auszutauschen. Und eben diese Fachkreise erstellen dann noch zusätzlich Schriftenreihen. Ich möchte sagen, auch wieder eine kleine Fachliteratur, mhm. die unseren ICV-Mitgliedern wesentlich kostengünstiger als im freien Handel dann zur Verfügung stehen. Mhm. Und auch daraus resultierend ein internationales Netzwerk und ein Netzwerk generellerweise, um sich eben super toll auszutauschen, beruflicherweise, fachlicherweise und auch natürlich, was sich daraus immer ergibt, privaterweise. Und das waren wahrscheinlich jetzt nur die Highlights, was Richtig. Der ICV bietet. Ja. Ich glaube auch das Netzwerk, was man hier im ICV findet, das darf man nicht unterschätzen und das Netzwerken wird immer wichtiger. Wenn jetzt jemand unseren Podcast hört, der noch nicht Mitglied im ICV ist, die Vorteile hat er gehört, aber vielleicht gibt es darüber hinaus noch etwas, wo Sie sagen, werd Mitglied, komm zu uns, denn hier wirst du entsprechende Mehrwerte finden, vielleicht auch möglicherweise als Nicht-Controller. Ja, auf jeden Fall. Also, warum sollte man, also wie Sie schon erwähnten, die eben auch angeführten Punkte absolut als Rahmen, dann dieses wirklich unglaubliche fachliche und persönliche Netzwerk zu nutzen, für die berufliche Entwicklung. Also wir sagen auch wirklich, es auch als Fort- und Weiterbildungsplattform zu erkennen, zu sehen und zu nutzen, vor allen Dingen. Ja. Und auch, was auch immer wieder, es ist ja immer ein Geben und Nehmen im ganzen Leben und so, auch das eigene Wissen eben an andere weiterzugeben. Also auch, was man viel bekommt, auch wieder im Austausch weiterzugeben. Und im Team gemeinsamen Ziel zu arbeiten, dieses zu erkennen und daran zu arbeiten und in die Richtung zu gehen. Okay. Jetzt gibt es 60 regional- oder branchenbezogene Arbeitskreise, also eine ganze Masse. Es gibt
zahlreiche Veranstaltungen wie diese Großveranstaltung hier mit knapp 600 Teilnehmern in München, die jährlich stattfindet. Es gibt verschiedene Foren und kleinere Veranstaltungen, wo ein Erfahrungsaustausch möglich ist. Vielleicht können Sie versuchen, nochmal zusammenzubringen, zusammenzufassen. Wenn man hier im ECV ist, wie kann man sich als Mitglied engagieren? Wie willkommen ist Engagement? Nicht nur wie willkommen, wir brauchen Ihr Engagement. Wie Sie erwähnten, wir haben über 60 Arbeitskreise mit den Fachkreisen, also auch über 70 Kreise, Netzwerkpunkte, möchte ich sagen, internationalerweise, was über 100 ehrenamtliche Mitarbeiter schon alleine ausmacht, was zeigt, es gibt unglaublich viel zu tun. Man kann sich jederzeit wirklich vorne hinstellen und sagen, ich möchte mitarbeiten in einem Fachkreis, in einem Arbeitskreis, nicht nur also mitarbeiten, sondern sich wirklich ehrenamtlich mit einbringen. Mhm. Man hat dann auch den Status der Ehrenamtlichkeit im Verein. Und einfach anfragen bei den Arbeitskreisleitern. Auch da möchte ich sagen, es ist, soll jetzt nicht diskriminieren oder so, aber auch viele Arbeitskreisleiter, die schon seit Jahrzehnten aktiv dabei sind, es wirklich gerne tun, was eben auch aussagt, ja, also man macht es gerne und so, aber die einfach auch sagen, Mann, also jetzt muss auch mal wieder der Nachwuchs ran. Bitte kommt, meldet euch, ich möchte auch diese Funktion übernehmen. Mhm. Also da wirklich ein Aufruf dazu. Und ja, selbst natürlich kann man auch, es gibt bestimmte Konditionen dann dafür und so, auch einen Arbeitskreis selber gründen. Mhm. Wir haben immer noch viele weiße Punkte überall, wo es einfach regionalerweise nötig wäre, dass es auch da einen Arbeitskreis gibt. Und der Vorstand mit seinen wirklich unglaublich vielen Aufgaben ist auch immer froh, wenn sich jemand meldet und sagt, na okay, dieses Projekt übernehme ich, ich stelle mich zur Verfügung, es ja, auszuarbeiten. Und wie gesagt, ein Projekt ist auch immer zeitlich begrenzt, was auch immer ein Argument ist, ah, ich habe keine Zeit für Ehrenamtlichkeit. Mhm. Aber wenn dann einfach sagt, mei, ja, für ein Projekt super gerne, also bitte melden. Mhm. Okay, also Engagement, davon lebt der Verein. Ja, ohne Engagement wird es nicht funktionieren. Mhm. Es gibt ein paar natürlich im Verein, die vollamtlich beschäftigt sind mit dem Thema, aber das kann man nicht leisten, was der ECV leistet, wenn man hier nicht entsprechend auch freiwillige und engagierte Mitglieder hat. Richtig. Mitglieder, das ist das Stichwort. Der ECV hat inzwischen über 6.000 persönliche Mitglieder in ganz unterschiedlichen Ländern. Natürlich in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Serbien und ja, vielen, vielen weiteren Ländern. Und wenn man hier auf dem Kongress ist, dann hört man Sprachen auch, wo man sagt, was ist das für eine Sprache überhaupt? Wie sieht sich der ECV im internationalen Kontext? Es wird immer internationaler. Wie sehen Sie die Rolle des ECV? DCV. Also wir sind ein Verein und welche Rolle, ja, unser Wissen weiterzugeben. Also einfach wirklich dieses Netzwerk, nicht nur persönlicherweise, aber einfach auch den Inhalt, den wir haben, weiterzugeben. Es bringt schon die Globalisierung, spricht auch für sie, bringt es schon mit sich. Sowohl, wie gesagt, dass wir bereit sind, alles auch weiterzugeben, aber wir merken eben auch oder erfreulicherweise, dass eben die Welt auf uns zukommt und sozusagen ein Interesse hat, unser Wissen zu bekommen, in Kooperation zusammen daran zu arbeiten. Und was gibt es Schöneres als Bestätigung für einen Verein, wie das eben auf einen zugekommen wird und sagt, Mensch, ihr seid toll, wir interessieren uns für euch, lasst uns zusammen. Und da sind wir dann, stehen wir natürlich auch offen, das Wissen auch internationalerweise weiterzugeben. Auch da ist schon ein Wandel seit ein paar Jahren, aber das ist auch eine Sache, die eben nicht immer von heute auf morgen umsetzbar ist, was seine Zeit braucht, dass wir eben auch sprachlicherweise die Weltsprache Englisch mit einbringen. Vieles versuchen jetzt auch in Kombination, aber einfach auch durch die Sprache zu sagen, Mensch, Leute, ja, wir sind offen für die Welt. Und auch da ist ehrenamtliches Engagement erforderlich bei der Internationalisierung. Ja, die Menschen, die auf Sie zukommen aus der ganzen Welt, die wollen Ansprechpartner haben. Man muss auch entsprechende Initiativen in den Ländern
dann auch mit begleiten, mit betreuen. Ja, und all das kann nur passieren, auch mit den Mitgliedern, die dann möglicherweise auch die Sprache sprechen, um die es entsprechend geht. Jetzt sind Sie seit 2016 ja Geschäftsführerin des ICV, waren aber schon vorher jahrelang in der Geschäftsstelle entsprechend auch tätig. Da wird auch nicht immer alles so glatt laufen. Die Themen ändern sich, Digitalisierung ist ein Megathema, das heißt, fachlich ändern sich Dinge. Internationalisierung haben wir gerade angesprochen. Was sind so die Herausforderungen, Frau Zillmer, die Sie sehen, vor allen Dingen auch vielleicht in den kommenden Jahren? Ja, die Herausforderungen sind, wenn man dann so eben auf dem Markt beobachtet, dass das Thema Verbandswesen generell und Vereinswesen einer Änderung unterliegt. Auch da hat jetzt nicht mal was mit Digitalisierung zu tun. Das sind, wo ich noch so sage, das ist die Hardware, die kann man finanziellerweise, durch finanzielle Unterstützung und so weiterbringen oder eben daran arbeiten. Mhm. Es ist die Software, möchte ich mal so sagen, und das ist der Mensch. Mhm. Einfach, es gibt da einfach die Veränderung, dass der persönliche Kontakt, also wo ich jetzt mal so sage, hauptsächlich eben bei der jungen Generation, gar nicht mehr so gesucht wird, gewünscht wird, vielleicht auch die Zeit nicht mehr so da ist. Also ich persönlich betrachte das einfach, die haben jetzt so ihre persönliche Digitalisierung. Also es hat sich ja einfach eben durch iPad, durch die ganzen Plattformen, wie man sich eben nicht persönlich auch vernetzen kann und kommunizieren kann, daraus ergeben. Also ja, also das ist eine Herausforderung, der wir uns eben auch stellen müssen. Mhm. Hängt, wie gesagt, auch sicher mit den Generationen zusammen. Wir hatten jetzt, um das so kurz zu erwähnen, eben auch jedes Mal bei der Jahresmitgliederversammlung die Ehrung unserer Mitglieder, die seit 30 Jahren Mitglied im ICV sind. Also uns gibt es generell demnächst 45 Jahre schon. Und die Mitglieder eben auch das aus dem Verein gemacht haben, was er jetzt auch ist oder dazu beigetragen haben. Und was wollte ich jetzt so sagen? Ja, das persönliche Engagement. Mhm. Also das ist unglaublich wichtig, auch wenn es andere Möglichkeiten gibt, aber zusammenzuhalten, also zusammenzuarbeiten, das Ziel zu sehen. Mhm. Und da ist einfach dieser persönliche Kontakt unerlässlich, also nach wie vor. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt viele fachliche Themen, aber die es umsetzen, die es machen, das ist der Mensch. Und möglicherweise ist vor vielen Fachthemen, vor Digitalisierung, Machine Learning und was es alles an Fachthemen gibt, denen der Controller sich auseinandersetzen muss, ist der Faktor Mensch manchmal vielleicht so ein bisschen auch die Leute, die es umsetzen müssen, in Vergessenheit geraten. Und ja, dass die Herausforderung, so habe ich sie verstanden, eben darin liegt, auch wieder hier zu sagen, das sind Menschen, die das Ganze umsetzen und denen ganz konkrete Handlungsempfehlungen mit an die Hand zu geben, wie es auch in der Vergangenheit natürlich der ICV immer getan hat. Ja. Okay, es gibt neben der persönlichen Mitgliedschaft, gibt es eine Firmenmitgliedschaft. Das heißt, Firmen können bei Ihnen im ICV Mitglied werden. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen. Für wen macht das Sinn und was ist die Firmenmitgliedschaft? Die Firmenmitgliedschaft wurde vor ungefähr 10 Jahren, 2008, sozusagen ins Leben gerufen und steigt konstant, aber sehr gesund an. Mhm. Freut uns natürlich sehr. Und eine Firmenmitgliedschaft ist für jede Größenordnung, für jede Branche geeignet. Ja. Also kann Mitglied werden im Verein, da gibt es also keine, ihr dürft nicht und dergleichen. Und es, was zeichnet sich noch aus für die Firmenmitgliedschaft oder einfach dieser Pluspunkt zusätzlich, ist eben auch diese Internationalisierung. Also wir haben eben auch festgestellt, und das zeigt es einfach auch, diese Zuwachs von Mitgliedschaften, dass die Firmen eben erkennen, wenn sie Tochterfirmen im Ausland haben, dass die ebenso inkludiert sind in dieser Mitgliedschaft und davon profitieren können. Mhm. Heißt das, dass dann alle Mitarbeiter dieses Unternehmens auch gleichzeitig Mitglied im ICV sind? Oder wie muss man sich das vorstellen, Frau Zillmer?
Ja, also eine Firmenmitgliedschaft ist ausgelegt auf 4 Mitarbeiter dieser Firma. Okay. Diese 4 Mitarbeiter können aber auch in einer in Hamburg, einer in Zürich, der andere in Polen oder so sitzen. Mhm. Also ist überhaupt keine, nicht begrenzt regionalerweise. Und lediglich eben, dass eben 4 Personen benannt sind für eine Mitgliedschaft. Und ansonsten gibt es keine Grenzen. Okay. Und wenn mehr Mitarbeiter in einer Firma sind, dann spricht man sie persönlich ab und an. Und dann gibt es da entsprechend natürlich Firmenmitgliedschaftsmodelle oder überhaupt Modelle wahrscheinlich, die sie entsprechend abbilden, aber die sie nicht auf der Webseite darstellen, vermute ich mal. Ja, also es ist wirklich dann auch im persönlichen Gespräch dann zu klären, was möchte die Firma, wie können wir da am besten zusammenkommen. Mhm. Es hängt auch immer von der Größe der Firmen ab. Wenn dann eine Firma sagt, wir sind so groß, wir haben, möchten gerne, dass über 30 Mitarbeiter an der Mitgliedschaft teilhaben. Da haben wir dann nochmal das zusätzliche Mitgliedsmodell, die assoziierten Mitgliedschaften. Und wie gesagt, ja, da spricht man dann einfach drüber. Mhm. Was aber generell ist, dass Firmen über die 4 Personen hinaus an Veranstaltungen wie jetzt auch der Kongress, also wirklich den Nutzen der Mitgliedschaft haben. Mhm. Jetzt haben wir über den Faktor Mensch gesprochen, den wir nicht vergessen. Ja. Wenn jetzt jemand unseren Podcast hört oder sieht und sagt, ich möchte persönlich Mitglied werden, oder ein Geschäftsführer sieht den Podcast und sagt, ich möchte mit meinem Team Mitglied werden im ECV, an wen wendet er sich? Wie kommt er in Kontakt zu Ihnen? Am besten immer telefonieren. Also okay. Einfach uns in der Geschäftsstelle, im Wörthsee anrufen. Die Damen, wir sind zu dritt in der Geschäftsstelle, informieren jederzeit gerne und ausführlich. Zu jeder Frage stehen wir bereit. Das andere ist einfach auch dann, wenn man sagt, möchte noch nicht ganz so telefonieren, vielleicht ein bisschen auch eine Hemmschwelle, man denkt, man muss dann gleich was unterschreiben. Nein, in keinster Weise. Also die Information ist uns unglaublich wichtig im Vorfeld. Dann einfach ein E-Mail schreiben, bitte um Informationen und um Kontaktaufnahme. Also wir rufen Sie gerne zurück und auch wirklich keine Angst haben, dass sie schon durchs Telefonat irgendwas unterzeichnen müssen. Nein, also so sind wir nicht. Alle müssen freiwillig bei uns sein und gerne bei uns sein. Mhm. Und also das kann ich nur anbieten. Sie sagen jetzt sehr bescheiden, wir, natürlich Ihr Team, aber auch Sie selbst telefonieren mit persönlichen Mitgliedern, mit Mitgliedern, die Interesse haben. Und liefern dort natürlich alle Informationen, die benötigt werden. Und das macht eben auch den ECV aus, dass man hier keine Hierarchien spürt, sondern dass es hier um die Sache, um die gemeinsame Sache geht. Richtig. Also und was ich auch sagen möchte, es ist einfach von A bis Z der Teamgedanke da. Ja. Also weil Sie sagten eben mit Hierarchien und ich möchte da auch einfach sagen, wir haben zwar einen Vorstand und das Wort klingt immer so wie so traditionell oder und so weiter. Also auch wirklich unsere Vorstände freuen sich, wenn sie Kontakt mit den Mitgliedern haben. Also auch da und da sind wir ja auf ihr Feedback, auf ihren Input angewiesen. In welche Richtung soll es gehen? Mhm. Also ja, haben Sie bitte keine Scheu und kontaktieren Sie jeden, der zur Verfügung steht. Mhm. Und das spürt man hier auch auf dem Kongress. Mhm. Trotzdem mal die letzte Frage in unserem Podcast ist immer die gleiche und die möchte ich Ihnen auch stellen. Und die geht ungefähr so, was würden Sie jungen Controllern, jungen Finanzern, die hier auch auf dem Kongress sind und die auch ein bisschen karriereorientiert sind, was würden Sie denen vielleicht aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer persönlichen Erfahrung raten? Worauf sollten die achten, dass es mit der Karriere in die richtige Richtung geht? Worauf achten? Ja, Sie sagen, es ist wirklich ein Thema, die Studenten, die ich sehr intensiv beobachte, wie ist das Verhalten von diesen? Also wie vorab schon erwähnt, Sie haben ein anderes Verhalten, vielleicht auch andere Vorstellungen, auch so dieses Thema, etwas zu unterzeichnen. Das heißt, so wie, ich möchte es nicht gleich sagen, einen Ehevertrag zu unterzeichnen, ist es in keinster Weise. Also jeder ist wirklich einfach mit dabei, solange er möchte. Und ich kann es nur ans Herz legen, wirklich sich doch intensiver für den ECV zu interessieren. Nicht nur, wenn man etwas braucht und dann anruft und sagt, ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit, ich brauche jetzt dieses und jenes Fachwissen, wer kann da weiterhelfen, sondern sich auch wieder ein bisschen in eine Verantwortung mitzubegeben, eine lockere Verantwortung und es einfach auszuprobieren und vor allen Dingen
was ich auch nur sagen kann, also zu erkennen, welches Potenzial der ICV für Berufsanfänger hat, für Studenten, für Studenten zum einen, wenn sie noch im Studium sind, aber spätestens, wenn sie aus dem Studium raus sind und in die Berufswelt und ins Berufsleben eintreten. Also sich wirklich, ich kann es nur sagen, wir sind ein tolles Netzwerk. Es sind unglaublich viele professionelle, langjährige Mitglieder bei uns, deren Wissen man nutzen kann, auch in Form eben auch jetzt nicht nur für die Studenten, die natürlich auch dann sehen, mein Gott, das ist die Theorie, die ich die ganze Zeit hatte und jetzt geht es in die Praxis, was für ein riesen Unterschied da drin ist und diesen Spagat dann eigentlich doch mit Bravour durch den ICV meistern zu können und das Weitere, ja, auch da wieder den Kontakt einfach für die berufliche Weiter- und Fortbildung, vielleicht auch eben andere Firmen kennenzulernen, sich auszutauschen, also das Potenzial zu erkennen. Ich habe eine spannende Sache gesagt, die Chance erkennen und es dann einfach tun. Einfach mal machen. Ja, es kann nichts passieren, es einfach tun. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Frau Silmer. Sie möchten noch was sagen, sorry. Ja, genau, wieder ein Wort ergibt das andere. Ja. Also es ist dann, und ich möchte auch sagen, wir machen auch Vergleiche mit anderen Vereinen, einfach was den Jahresbeitrag betrifft. Also die persönliche Mitgliedschaft kostet 175 Euro. Sie ist steuerlich absetzbar. Also es reduziert sich dann auch wieder und es ist wirklich, wir bieten unglaublich viel. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so dieses Metier, möchte ich so sagen, ja, Controller und lohnt sich's und so weiter, rentiert sich's. Ja, also investieren Sie, es ist eine super gute Investition und auch für Studenten selbst, ja, machen Sie es. Okay, dann sollten wir jetzt auch noch die Webadresse kurz nennen, wie man den ECV erreicht. www.icv-controlling.com. Und das werden wir auch zur Sicherheit nochmal in den Shownotes dieses Podcasts entsprechend aufschreiben. Frau Zimmer, herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Einblick in die Arbeit des ICV. Und viel Erfolg noch für den Rest des Kongresses. Super, danke Ihnen. Herzlichen Dank. Ja.